So, wir sehen eine weitere Stutenfamilie, beziehungsweise zwei Vertreterinnen dieser Stutenfamilie. Wir haben zwei Töchter einer Mutter. Die Mutter dieser Pferde lebt leider nicht mehr, altersbedingt. Wir haben hier vorweg marschierend die braune Stute Annabelle mit der Kopfnummer 1, eine 15-jährige Stute vom Tallis aus der Jara. Züchter und Besitzer ist die Familie Rüdiger aus Altenbeken, auch sehr schon lange der Sennerzucht verbundene Züchter. Die Stute geht als Reit- und Freizeitpferd, war auch schon Zuchtstute und hat eine Abfohlung hinter sich. Ihr folgt ihre Schwester, die Stute Donna mit der Kopfnummer 3, eine 12-jährige Tochter des Rio Grande aus der Jara, ebenfalls in der Zucht und im Besitz von Franz Lödiger. Nummer auf der falschen Seite. Ich möchte bei diesen noch so ein bisschen auf die Besonderheit hinweisen. In dem Züchterstall von Familie Lödiger, der Züchter und Hausherr Franz Lödiger ist selber Förster und Forstmeister. Und der nutzt diese Pferde auch, wenn es sein enger Dienst- und Zeitplan möglich macht, als Dienstpferd. Das heißt, er reitet und hat die Möglichkeiten im Revier, wenn er denn, wie gesagt, die Zeit dafür hat, mit voller Ausrüstung diese Pferde auch zu nutzen als forstliches Jagdpferd und Dienstpferd. Das war vor 100 Jahren üblich, dass die Forstbeamten halt Reitpferde hatten und Dienstpferde hatten. Und er nutzt das in seinen Möglichkeiten. Er sagt, ich komme selber damit in viele Möglichkeiten und Geländebegebenheiten des Revieres hinein, wo ich sonst nicht hinkomme. Zu Fuß nicht und mit dem Auto schon gar nicht. Das ist seine Möglichkeit. Leider hat er diese Möglichkeit nicht immer. Und vorgeführt werden hier die beiden Stuten Annabelle, die 15-jährige Braune, die vorweg geführt wird, und die ihr folgende 12-jährige Donna von der Töchter von Franz Lüdiger, die auch alle begeisterte Reiterinnen sind. Und ihrer Freizeit diese Pferde auch nutzen. Wir sehen auch hier den doch sehr einheitlichen Typausdruck dieser Pferde. Sennerpferde sind nicht besonders groß. Im groben Schnitt haben wir ein Durchschnittsstockmaß von 1,60 Meter. Das ist eine mittlere Größe, die aber heute für alle Zwecke ausreichen. Wir haben das schon gesehen. Sowohl zuverlässiges Reitpferd, Freizeitpferd, Fahrpferd und natürlich auch als Pferd im Jagdfeld, das werden wir heute Nachmittag in der Schauschloppe noch sehen, dass einige Pferde sich dann dem Jagdfeld anschließen werden. Ja, auch diesen beiden ein Dankeschön, einen kleinen Applaus der Zuschauer. Die Vorstellung auf diese Pferde ganz gut zu lassen. Ich denke, ich habe jemanden getroffen. Und auch diese zwei verlassen uns. Wir sehen sie heute Nachmittag im Schauprogramm noch einmal wieder.